Thema Homo-Ehe, wie stehen Sie dazu? Also ich finde das eigentlich vollkommen okay. Ich meine, jeder soll sein eigenes Ding machen, wer drauf steht. Wem es gefällt, der soll das machen. Und ich finde, da sollten keine Unterschiede gemacht werden. Gleichberechtigung ist ja immer ein großes Thema hier in Deutschland. Und wenn man in so einer Gesellschaft wie heute lebt, wo einfach jeder auf alles irgendwie steht, sag ich mal auf gut Deutsch gesagt, dann finde ich auch, dass man da ein bisschen zu beitragen sollte und da keine Unterschiede macht. Da sind ja trotzdem Menschen, auch wenn der eine auf den steht und der andere auf den. Das ist ja, finde ich, jetzt gar kein Unterschied. Ich bin da sehr gespalten, obwohl ich das toleriere. Persönlich toleriere ich das, aber es ist unnatürlich. Was ändert sich, wenn Homosexuelle heiraten dürfen? Die Freiheiten werden größer für die jeweiligen betroffenen Personen, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist ja nicht unbedingt schlecht, sondern eigentlich ein gutes Zeichen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja schon davor gewarnt, dass jetzt die Ehe unter Verwandten kommt. Haben Sie davor unter anderem auch Angst als Folge der Homo-Ehe? Also unter Verwandten, dann kommt wieder auf längere Sicht die Inzucht. Wie sieht es mit dem Adoptionsrecht aus? Sollen das Homosexuelle auch bekommen? Ja, warum auch nicht? Ich meine, ich finde, ist da jetzt nichts Verwerfliches so. Ich meine, gerade, ich meine, auch Kinder können ja auch bei homosexuellen Pärchen eine vernünftige Zukunft bekommen. Gerade dann, weil die halt in dem Sinne froh sind, dass sie vielleicht ein Kind haben oder sich dann ja auch wünschen, ein Kind. Und dann sieht es natürlich auch mit der Erziehung vielleicht anders, auch mit der Mühe, die dahinter steckt, was man in so ein Kind investiert, ganz anders aus, als wenn du jetzt... Ja, hört sich jetzt doof an, aber ich sag mal auf Masse, jetzt mehr oder weniger da Kinder machst und da 5, 6 hast und vollkommen überfordert bist. Die haben 1, 2 Kinder und stecken aber auch alles rein und können dem Kind natürlich auch eine super Zukunft ermöglichen. Was empfehlen Sie dann Homosexuellen, die Kinder haben möchten? Tja, schwierig. Bei Frauen würde ich das akzeptieren, weil 2 Frauen besser... Sehen besser aus? Ja. Können Sie bitte folgenden Satz vervollständigen? Ich habe nichts gegen Schwule, aber... Ja, es soll so bleiben, wie es jetzt ist. Es sind schon genug Regelungen getroffen. Bitte vervollständigen Sie diesen Satz. Ich habe nichts gegen Homosexuelle, aber... Nichts aber. Bitte beantworten Sie folgende Frage. Ich habe etwas gegen Guido Westerwelle, weil er A. schwul ist oder B. ein schwuler, schlechter Politiker. Also gegen den Mann habe ich nichts. Dass er schwul ist, das ist dann sein Problem. Das macht ihn deswegen nicht schlechter. Also unter Umständen könnte man sagen, da würde ich ja Haue kriegen. Mir ist es lieber, ein Mann liebt einen Mann, als wenn überhaupt niemanden liebt. Das ist ja noch eine Variante. Aber ich würde da keinen verurteilen, das ist jedermanns Sache. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das Schlimmste ist halt, wenn er bei der FDP ist. Und damit gehen wir zurück ins Studio.